So. Das haben wir. Trifft die kletternde Cassandra mit der Spezial Power Entdecker. Okay. Ist natürlich gut, dass du dafür jedes Mal den kompletten Fight wieder fertig machen musst. Entdecker sollen wir nehmen. Gut, dann nehmen wir Entdecker. Ich muss mich halt echt konzentrieren bei dem Fight. Ich meine, der Part hier geht noch, aber spätestens wenn sie gleich hochspringt, ist halt vorbei. Jetzt kommt der Chef. Ja, den hinten muss ich halt kassieren. Da kann ich jetzt nichts gegen tun, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Ja, siehst du, das ist so schnell. Ich muss quasi weglaufen und Dings. So geht's auch. Gott, ich hoffe, die hat kein Don't Get Hit, weil das könnte ätzend werden. Okay, was hast du als nächste Challenge für mich? Interessant. Ohne zu schweben. Ohne zu schweben. Was liegt denn da rum? Damn, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ohne zu schweben. Also nur springen, yes. Ich meine, du kannst einen Sprung sehr weit ziehen.
Aber... Pff. Let's see. Das wird jetzt ein bisschen rumgefummelt, bis ich das raus habe. Shit. Tja. Das aus meiner Muscle Memory rauszukriegen, ist bescheuert. Wir können ja probieren, No-Hit. Okay, das geht. Leider kein Audio-Cue. Ich hätte eine Audio-Cue erwartet irgendwie. Ich weiß nicht warum. Da ist eine Audio-Cue, aber oh, ist die versteckt. Da ist eine Audio-Cue, aber die ist super bescheuert versteckt. Die musst du auch zuerst mal hören. Die Audio-Cue ist halt aus dem Sinne versteckt, weil es ist ein Trommelwirbel. Es ist ein Trommelwirbel und wenn der endet, musst du springen. Aber ich habe ihn halt nicht gehört, weil er genau unter allem anderen lag. Ich frage mich, ob ich nicht innerhalb von 1,30, wo soll ich denn den ganzen Schaden hernehmen? Nee, vielleicht Bomben. Vielleicht sind Bomben gar nicht so schlecht in dem Fight. Hey. 1,30. Spiel also zu passiv, ja? Jetzt zwei Bomben. Ich habe Bomben bisher noch nicht probiert hier dran. Alles klar, ich wünsche dir was, Eva. Schlaf gut.
reicht nicht zu springen, wenn die Scheinwerfer zusammengehen. Ihren Blub einzusaugen wie beim Baumboss. Den Blub? Welchen Blub? Oh, ich habe gerade beides gemacht. Kein Schaden. Oh boy. Aber ich darf schweben, von daher. Oh, die Kugel mit dem Stern ist das, wie du diese grundsätzlich bietest. Das geht. Das geht, das geht. Kugel mit dem Stern, die sie abfeuert. Sie feuert eine Kugel mit dem Stern ab? Siehst du irgendwas, was ich nicht sehe? Kugel mit dem Stern. Ich meine, nach jeder Attacke liegen Kugeln mit dem Stern rum, ja. Aber das ist halt der Standardweg, wie du Mobs... Ja, ja. Nee. Die kannst du definitiv ansaugen, klar. Das geht. Ich frage mich halt gerade, was am einfachsten ist. No-Hitter. Oh boy. Oh cool, kackt mein Internet gerade ab? Maybe. Ja, so halb. Ich glaube, es ist eher wieder der Twitch-Server. Ich stelle mir dezent nervig in einem Speedrun vor. Ups. Oh ne, jetzt mach ich den Scheiß nochmal. Oh, Gott sei Dank. Ich meine, wir wissen noch nicht, was 100% ist, aber ich habe schon das Gefühl, es ist random, wie oft sie ihre Messer wirft. Weil ich bin der Meinung, davor die Runde hat sie ihre Messer 5-mal geworfen und diesmal hat sie ihre Messer 4-mal geworfen. Und danach hat sie ihre Messer nur 3-mal geworfen. So. Wenn das random ist,
Fuck this. Yay, wir haben alle hiervon. Gut. Weißt du, ich glaube nicht, dass es... Weißt du, je mehr ich drüber nachdenke, ne? Wir haben hier alle, wir haben hier alle. Irgendwas mache ich bei dem Ding falsch. Es gibt da irgendeinen Trick, den ich noch nicht kenne. Muss da irgendeinen Trick geben. Okay, was hier ist hier im Winter? Weißt du was, wir gehen mal eben erstmal zurück in die Stadt. Aber ich meine, ich kann mir das Game super gut vorstellen als Speedgame, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, was ist die Erweiterung von fucking Kugelblitz? Du hast auch nichts Neues, ne? Keine Blaupause entgangen. Das heißt, es gibt irgendeinen Trick mit Eis, den ich noch nicht kenne. Frage ist was? Bremskugelblitz, okay. Angriffskarte, Spezialpower, Bock. Achso, ja. Das kenne ich ja schon. Okay. Also das hier ist... Ups. Das hier ist normaler Kugelblitz, ja. AKA, Der Sandsack hat überlebt. Unfassbar. Für gefühlt 3 Stunden Charge. Oh Gott, das hat noch mehr Power, okay. What the fuck am I looking at? Oh, ist das ein Timestop? Oh boy, das ist cool. What is this? Oh lol, okay, das ist cool. Das kannst du actually gegen mehrere Gegner verwenden. Okay, let's see. Es gibt das hier. Also Gegner... Bosse oder Gegner scheinen einzufrieren, wenn du sie halt... Du musst sie halt oft genug treffen, I guess? Wait, kannst du die mit der Spur treffen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie der Boss funktioniert. Ich habe nicht realisiert, dass er sich eine Spur hinter sich zieht. Ich will Winterkuppel jetzt nicht. Wir haben gerade andere Probleme, Spiel. Winterkuppel ist abgesagt. Winter kann warten. Friere Federina mit der Eispower ein. Mhm. Ich habe eine Idee.
sind wir wieder zu ihr gekommen. Macht ja nicht mal ansatzweise Anstalten, eingefroren zu werden. Das ist der Trick. Du musst hier literally greedy stehen bleiben. Bin schon weit. Okay. Holy shit, da muss er auch zuerst mal drauf kommen. Ja, dank der Speedrun the rest of the level. Was? Wie habe ich das Ding in der Luft verloren? Ist man echt getroffen worden? Oh, das ist das Glider-Level, okay. Ja, ich bin halb tot, ich weiß. Besser. Gut. Findest du übrigens gut, dass du einen Slider hast, mit dem du invertiert und nicht invertiert umschalten kannst. Und jetzt gerade ist es invertiert und ich kann einfach wupp. Jetzt ist es normal. Jetzt ist es invertiert. So simpel, aber das ist ja auch selten. Okay. Wie schnell das Level eigentlich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Any% bestimmt super fun ist in dem Game. Weil an sich sind die Level super short.
Obwohl, hey, wait a second. Du kannst ja nicht nur durch die Level rushen, weil du brauchst ja für die Endbosse eine bestimmte Anzahl. That's interessant. Okay, aber das heißt, wir haben jetzt drei Welten 100%, richtig? Das ist 100%. Das ist 100%. Das ist 100%. Wetten werden angenommen. Wie viel Gesamtprozent haben wir nach 300% Welten? Ich gehe mal so von 35 aus, maximal. 28, 27. Scheiße. Das heißt, wenn du das hochrechnest, hat das Ding 15 Welten oder was? Holy shit, dude. Das Game ist huge. Holy. Das ist dezent crazy. Okay, aber ich glaube, nach drei Welten, 100%, bin ich, glaube ich, zuerst mal durch. Oh. Außerdem kriege ich Hunger und ich weiß, dass in der Küche eine Pizza auf mich wartet. Gucken wir in der Stadt noch irgendwas aus. Holy moly. Ich habe nicht erwartet, dass das Game so lange ist. Ja, kann gut sein, dass Aftergame-Kram nochmal dicke Prozente gibt oder dass du basically, weiß ich nicht, Shadow Worlds von dem hier hast. Weißt du, was ich mir angucken wollte? Ich war noch nie in dem Kolosseum und ich habe nur gesehen, dass ein Meta Knight da rumeiert. So was da hingeflogen ist. Let's see. Hello. Willkommen im Anmeldebereich des Kolosseums. Hier kannst du dich für Turniere anmelden, in denen du gegen viele bereits besiegte Bosse antrittst. Falls du dir den Weg nach oben an die Spitze erkämpfen willst, winkt sogar ein besonderer Preis. Und das ist noch längst nicht alles. Wir haben gerade unerwarteten Besuch von einem Kämpfer, der unser erstes Turnier als Trainingseinheit nutzt. Frisch eingetroffen vom Planet Pop und ganz wie wir in der neuen Welt gestrandet. Ganz recht, kein geringer als Meta Knight. Oh boy. Sure. Das Meta Knight Turnier. Oh, Belohnung für Abschluss. Sehe ich da etwa ein Waffenmaterial? Interessant, machen wir morgen. Interesting. Gacha machen wir jetzt nicht. Gacha machen wir ganz zum Schluss. Mehr zum Upgraden hatte ich auch nicht, ne? Was ist hier hinten noch? 145. Da sind wir noch 4 von weg. 180. Ah. Okay. Scheint fast so, dass es hier oben auch noch mehr weitergeht. Yep. It's time to sleep. I'm done. So ist Kirby. Comfy Kirby. Okay. Fazit nach 8 Stunden und ein paar gequetschten. Holy shit, das Game ist besser, als ich erwartet habe. Also ich definitiv besser. Warte mal, musst du speichern, meine Güte? Kannst du speichern? Oh, automatisch speichern, cool. Jetzt vielleicht steht im Hauptmenü irgendwas, aber das Game ist halt... Fortsetzen, Teamdatei wählen. Ja, drei Welten komplett. 27%. Ich weiß, maybe sind es 8 Welten. 8 Welten plus Bonus-Shit.
8 Welten plus Bonusschild klingt richtig. Arabi, you already finished modding. I like the game. I really like it. But I need to get food.